Riesige Warteschlangen und aufgebrachte Passagiere. Warnstreiks des Sicherheitspersonals, die sorgen heute an einigen deutschen Flughäfen für reichlich Chaos. Völlig unklar, wie das alles weitergehen soll in diesem Tarifkonflikt. Völlig klar aber, dass die Reisenden schon jetzt ganz schön genervt sind. Stimmen aus Stuttgart. Also ich denke, es hat eine gewisse Berechtigung, dass die Arbeitnehmer etwas mehr Geld möchten, wenn es wirtschaftlich gut läuft. Und ich denke, der Bürger kann sich ja darauf einstellen, wenn wieder Streiks anstehen. Es ist immer das Maß, wie weit das es dann geht. Also ich habe Verständnis davon. Man muss sich halt auch privat darauf einstellen. Ja, auf alle Fälle ist das noch in Ordnung. Irgendwo muss man ja aufmerksam machen auf das, was man will. Und mit Streik ist es schon, ja, ist es schon in Ordnung noch. Ich habe Bahn. Ob Bus, ob Flugzeug, also ich würde sagen, es reicht. Auch die Zumutung für die Bürger reicht und für die Beschäftigten. Durchaus Verständnis dafür, weil was die an Dienstleistungen für uns bringen, das soll auch entsprechend bezahlt werden. Und ich sag mal, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann ist das durchaus ein legitimes Mittel. Gar nicht mehr. Mittlerweile streiken ja jedes Mal mittlerweile. Wenn die Bahn streikt, alle 4 Wochen mittlerweile, jedes Mal Ausfall von den Zügen und so weiter. Und ja, wenn jetzt die noch streiken, ist auch nervig mittlerweile. Also sollte man mal was klären, dass man vielleicht mal vernünftigen Lohn hat in dem Fall, dass alle mal einen vernünftigen Lohn haben, dann bräuchte man auch nicht mehr streiken gehen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Flugreisende, die werden heute mit dem Streik des Sicherheitspersonals auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Was am Airport Hannover vergleichsweise geringe Auswirkungen hat, das sorgt am Flughafen Hamburg für chaotische Verhältnisse. Eine verstörende Situation für viele Reisende heute Morgen. Sie kamen gar nicht erst ins Flughafengebäude hinein. Der Hamburger Airport dicht. Polizei sicherte die Eingänge der Abflugterminals und ließ kurz nach 8 keine Passagiere mehr hinein. Ich habe eben das Sicherheitspersonal befragt, hier die Polizei, und es läuft hier noch so einer am gelben Anorak rum da, der scheinbar auch was weiß, ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es hier nicht weiter, das steht fest. Das erschreckt mich natürlich, dass man nicht mal in die Halle reinkommt. Ne? Wir haben hier noch ein 14 Tage altes Baby dabei, und das ist alles nicht so ganz schön. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Wir machen was draus. Wir haben erstmal eine Stunde gewartet, und dann hat man uns jetzt gesagt, dass heute alle Flüge gestrichen werden und dass wir nicht mehr ins Gebäude reinkommen und dass wir uns ja eine Übernachtungsmöglichkeit suchen müssen. Unser Urlaub fängt nicht so gut an. Schon früh am Morgen endlose Schlangen vor den Sicherheitskontrollen, bis zu 4 Stunden Wartezeit. Die meisten Fluggäste hier werden ihren Flieger nicht erreicht haben. Chaos ist wohl das richtige Wort für die Situation hier am Hamburger Flughafen. Die Polizei hatte zwischenzeitlich sogar die Zugänge zu den Terminals sperren lassen, weil die Abfertigungshallen völlig überfüllt sind. Tausende Passagiere warten hier seit Stunden auf die Sicherheitskontrollen, und dieses Chaos wird wohl noch bis zum Abend anhalten. Verantwortlich für das Chaos der Warnstreik des Sicherheitspersonals. Die Gewerkschaft Verdi fordert höhere Löhne. Lediglich 3 bis 5 der 24 Sicherheitschecks konnten geöffnet werden. Der Flughafen kann gegen diesen Streik wenig unternehmen. Das ganze Gewerbe ist ja in den 90er Jahren privatisiert worden. Das heißt, wenig Ersatzkräfte stehen bereit. Und ich kann nur sagen, wir streiken jetzt hier, weil wir nicht in die Ferienzeit wollen. Inzwischen ist der Flughafen wieder geöffnet. Passagiere müssen aber noch immer mit sehr langen Wartezeiten rechnen. Hunderte, 400 Flüge an diesem Montag sind bereits gestrichen worden. Der Flughafen appelliert an die Fluggesellschaften zu streichen, denn man sieht, auch in der Spätschicht werden nicht mehr Mitarbeiter kommen, um die Sicherheitskontrolle durchzuführen. Wir werden wieder viele Passagiere haben, die in der Schlange stehen. Wegen der recht kurzfristigen Streikankündigung an einem Sonntag seien viele Passagiere trotzdem gekommen. Reisende werden nun aufgefordert, heute nicht mehr zum Hamburger Flughafen zu fahren und wenn möglich umzubuchen.